Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich heiße Ilona und ich zeige euch heute meine Einkäufe aus der Drogerie. Manche Sachen waren aus dem H&M, aus dem DM. Manche waren aus anderen Drogerien, manche habe ich bei Aldi, Lidl gekauft. Das sage ich euch gleich, das ist so ein Sammelhaul. Ich habe ein paar wunderschöne Schätze gefunden und diese möchte ich mit euch teilen. Falls euch dieses Thema interessiert, dann bleibt gerne dran. Ilona und Parfüm, das ist so eine Sache, ich muss euch zwei Düfte zeigen, ganz kurz, und zwar, ihr kennt sie alle, das sind diese Suddenly Madame Glamour for Women 50ml aus dem Lidl. Hier in Österreich kosten die knapp 5,54 € ungefähr. Ich habe Chanel Coco Mademoiselle, ich habe jetzt eins für mich gekauft und eins werde ich verschenken. Ich werde mir, weil ich ja irgendwann mal von Österreich ausreisen muss und in die Ukraine fahre, werde ich mir noch ein paar zulegen für ein paar Freunde, dass ich einfach so ein kleines Mitbringsel habe und noch Süßigkeiten und sowas. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Das haben wir mit meiner Mama zusammengesprüht. Sie fand es toll. Es riecht 1:1 wie Coco Mademoiselle. Es hat einen klitzekleinen Unterschied, den, denke ich mal, keiner merkt. Und der verfliegt ein kleines bisschen. Ja, der verfliegt ein kleines bisschen schneller wie Coco Mademoiselle. Trotzdem für diesen Preis. Ich habe mich noch bei Aldi, glaube ich, bei den Düften durchgerochen. Gar nicht mein Ding. Also die kann ich euch wirklich, wirklich wärmstens ans Herz legen. Dann noch bei Lidl. Genau, zwei Cremes bei Lidl. Ich hatte irgendwie Bock, die zu probieren. Mal sehen. Sagen wir es mal so, wäre ich in der Ukraine. Ich bin mir nicht sicher, dass ich in so einem Laden wie Lidl, also in so einem Supermarkt, mir eine Creme kaufen würde. Ich bin generell so L'Oreal, Garnier und diese ganzen anderen Cremes sowieso. Die sind sehr silikonlastig, die machen nichts, sie beschweren nur meine Haut. Ich kriege oft davon Pickel. Ich hatte eine Creme von La Cura, glaube ich mal. Die war sehr gut, die war fantastisch. Also ich habe jetzt Scene, Cellular Beauty, Day Cream und Night Cream. Zellregeneration, genau, for Radiant Skin, je 50ml. Ich zeige euch mal, wie das hier alles so drin aussieht. Ich fand es sehr interessant, ich würde das sehr gerne probieren. Vielleicht ist ja was auch beim Lidl Interessantes dabei. Also der Geruch ist sehr dezent, sie ist schon sehr cremeartig. Also sie fühlt sich sehr angenehm an. Also ich finde das wenigstens vom ersten Gefühl so auf dem Handrücken aufgetragen. Also ich finde, es fühlt sich auf jeden Fall viel besser an als so eine L'Oreal-Creme, die total silikonlastig ist und so richtig flutscht und irgendwie nichts macht. Der Geruch ist sehr, sehr dezent, meiner Meinung nach. Ich kann es nicht so leiden, wenn Pflegeprodukte stark parfümiert sind. Geht bei mir gar nicht. Also ich reagiere da ziemlich schlecht drauf. Und deswegen muss es bei mir eigentlich, entweder es soll gar nicht parfümiert sein oder sehr leicht. Ich finde auch, ich muss sagen, ich finde auch die Verpackung, die sieht okay. Das ist ein Glas-Tiegelchen. Und die Nachtcreme hat fast die gleiche Konsistenz. Also es fühlt sich sehr, wow, sehr, sehr pflegend fühlt es sich an. Also der Geruch ist auch minimal, so kosmetisch, sehr leicht, sehr, sehr, sehr leicht, fast gar nicht sind sie parfümiert. Diese Creme ist ab 30 plus, 55 plus passt alles, schön, 30 plus bin ich ja, deswegen passt es super. Wieder ein paar Haarpflegeprodukte. die habe ich schon ausprobiert. Das ist Gliss Kur Hair Repair Winter Repair Schutz Express Repair Spülung Intensivreparatur Antistatik-Effekt. So sieht das aus. Das habe ich auch schon ausprobiert. Das ist kein Zwei-Phasen, also es ist schon vermischt. Normalerweise die Gliss Kuren, die sind ja alle zweiphasig. Das ist schon vermischt. Es riecht sehr angenehm. Nicht so aufdringlich und das verwende ich immer vom Kämmen, weil meine Haare immer so, also ich kriege sie immer so schwer durchgekämmt. Fand ich, wow, wieso fliegt heute alles rum? Ich weiß es nicht. Auch bevor ich das Video gestartet habe, irgendwie alles ist mir runtergefallen. Keine Ahnung. Ich habe gerade eben mit meiner Oma telefoniert, ich weiß nicht. Also ich glaube, die ist ein bisschen aufgeregt. Ich habe da eine Nachricht mitgeteilt.
So, dann Glisskur, Reflex, Glanzkur, flüssiges Keratin, Blütennektar, sofortiges Schimmern und Glanzreflekte. Reflexe. Oh mein Gott, Ilona, du musst lesen können. Ich hoffe, das sieht man jetzt in der Kamera. Das hat so Schimmerpartikel, was ich sehr interessant fand. Man sieht sie auf den Haaren. Ich dachte wirklich, das wird die Haare glänzender machen. Ich finde nicht, dass die Haare dadurch glänzender aussehen. Das hat so eine sehr bequeme Pumpspende. Ich finde, das macht nicht viel mit meinen Haaren. Ich habe das auch heute aufgetragen. Also jetzt nach ein paar Stunden, nach einem halben Tag, sind die Glitzerpartikel auch weg. Und glänzender sehen die Haare nicht aus. Also wenn das andere Winter Repair, das war gar nicht mal so schlecht. Das finde ich so mittelmäßig. Weiß nicht. Ich sag mir jedes Mal, okay, Drogerie, ich weiß nicht, ich probiere noch ein paar Sachen, dann bin ich durch mit den Hair-Sachen von der Drogerie. Okay, jetzt kommen wir. Okay, jetzt zeige ich euch mal das, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und zwar ist es ein marmorierter Duo Bronzer 01 Soft Bronze von Alverde. Gar nicht so spektakulär. Ich finde eigentlich schade, dass der nur in dieser Farbe zu kaufen gibt. Der ist ein kleines bisschen hell. Den habe ich heute aufgetragen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das in der Kamera sehen könnt. Er ist sehr, sehr dezent. Dieser Bronzer ist super für helle Häutchen. Er riecht so ein kleines bisschen nach Naturkosmetik. Gar nicht aufdringlich. Er ist schon sehr pudrig. Also wenn ihr den mit dem Pinsel auftragt, er ist schon sehr, sehr pudrig. Und so ein Swatch, ihr werdet das auch nicht... Ihr werdet nichts jetzt sehen. Der hat so einen kleinen, ganz, ganz kleinen Schimmer. Ich glaube, ihr seht da nichts. Ich finde, wenn ich das auftrage, ich sehe schon so einen kleinen Unterschied. Das Gesicht ist ein kleines bisschen aufgewärmt. Es erinnert mich auch an einen Bronzer von Guerlain aus so einer Terracotta LE vor ein paar Jahren. Schade, dass das ist ein schönes Produkt, wie gesagt, für jetzt im Winter ist es super für mich. Im Sommer auf jeden Fall wird es viel zu hell sein. Wie gesagt, für helle Häutchen. Alverde bringt noch eine Nummer, ein kleines bisschen dunkler raus. Ich finde, das fehlt so. Also der ist ja wirklich wie so ein Kompaktpuder. Schade eigentlich. Jetzt kann ich den benutzen. Das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Produkt. Wenn es den noch in dunkler gäbe, würde ich den auch im Sommer tragen können. Der hat mir nämlich sehr gut gefallen. Dann die Kombination, die ich jetzt auf den Lippen trage. Das ist ein Catrice Lippenstift in der Farbe Full Satin Nude 030. Diese Reihe, ihr kennt sie wahrscheinlich. Sehr schöne Verpackung wegen dem Geruch. Grenzwertig, so eklig nach Lippenstift, aber rieche ich nicht so arg wie den Gloss, den Filtergloss von Maybelline. So sieht der Swatch aus. Ja, die Farbe ist vielleicht nicht für jedermann was. Ich fand den im DM sehr schön. Dann aber zu Hause, als ich den das erste Mal aufgetragen habe, fand ich ihn schon grenzwertig, hat mir nicht so gefallen. Mittlerweile finde ich, das könnte meine Lieblingskombination sein mit diesem Catrice Lip Liner, Plumping Lip Liner. Das ist einer in 040 Staring Roll und der ist zum Aufdrehen. Ihr seht, das ist ein Lip Liner zum Aufdrehen und den trage ich mittlerweile sehr, sehr gerne zu diesem Lippenstift. Ich finde, das ist so eine super Kombination. Und ihr habt hier auch so einen kleinen Anspitzer. Oh, kommt raus. So, den habe ich auch schon benutzt. Den wollte ich unbedingt ausprobieren. Dieser Lip Liner ist sehr, sehr cremig. Falls ihr trockene Lip Liner mögt, empfehle ich euch diese von Essence. Da habe ich auch zwei. Und falls ihr eher cremiger mögt, die sind super. Der ist super. Von dem werde ich mir noch ein paar holen. Und die anderen zwei, Essence Soft and Precise Lip Pencil in der Farbe 05 und 06. Also ich kaufe mir gerne ab und zu Lip Liner, weil nachher braucht man einen. Und irgendwie sind alle dann leer. Der ist schon viel, die sind schon trockener. Ich denke, die werden auch länger halten. Wobei, den Lippenstift mit diesem Lip Liner von Catrice hatte ich ein paar Stunden drauf. Und den habe ich erst jetzt abends kurz erneuert. Das ist 05 und 06 von den Essence Lip Linern. Auch, finde ich, jo, die sind gut. Wie immer erzähle ich euch auch in öfters in den anderen Videos Nail Care Pen
von Essence kaufe ich mir immer so. Ihr seht das mit so einer Filzspitze. Das ist so ein Pflegepen. Da kaufe ich mir immer, immer wieder welche nach. Auch von verschiedenen Marken. Dann noch ein Cuticle Therapy Drops. Auch so ein Öl. So ein, das ist, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Riecht künstlich. Das ist mit so Partikelchen und das ist so ein, ja, es fühlt sich ein kleines bisschen silikonisch an. Mal sehen. Wie gesagt, das sind Cuticle Therapy Drops von Trend It Up. Mal sehen, wie sich das Produkt, ob das gut ist oder nicht. Also zu dem kann ich euch noch nichts sagen, das habe ich noch nicht ausprobiert. Dann habe ich den Lack, den ich gerade trage, gekauft, auch von Trend It Up. Die Nummer, Gott, hilf mir. 162? 162, made in France, Vertrieb in Österreich, die haben Drogerie. 162, so ein schönes Korallenrot zu einem Lippenstift, den ich von Essence habe. Sehr sommerlich, das gefällt mir gerade total gut. Ich bin schon so in Frühlingslaune, ich freue mich schon voll. Dann habe ich so eine LE von Essence entdeckt, Strong Pink and Proud. Das ist Soapy Brow Styler. So sieht die Verpackung aus. Wir haben hier ein Bürstchen und wir haben auch die Seife. So sieht die Seife aus. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Die werde ich ausprobieren. Was ich euch empfehlen kann, was ich früher immer meinen Kundinnen empfohlen habe. Jeder hat so ein Bürstchen zu Hause, irgendwie aus irgendeinem Pinselset. Jeder hat Seife zu Hause. Einfach generell, egal welche Seife. Mit diesem Pinselchen, kurz Seife feucht machen, mit dem Pinselchen rein und ihr könnt eure Augenbrauen machen. Aufpassen natürlich, wenn die Seife bunt ist, aber ich habe das auch mit weißer Seife gemacht. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass, dass ihr nicht so weiße Krümelchen habt. Aber ich muss sagen, umso härter die Seife ist, umso weißer die Seife ist, diese ganz klassische weiße Seife, nicht mehr diese durchsichtige, die hält noch besser als dieses Zeugs. Also nur so ein Tipp für euch. Aber ich wollte das auch mal testen. Wobei, wie gesagt, ich habe meine Bulgari-Seife. Und mit der habe ich mir immer die Augenbrauen gemacht. Zeige ich euch auch mal in einem Video. Dann den Essence Concealer hatte ich schon mal. Camouflage Plus. Ich habe die Farbe 23 Warm Sand. Kennt jeder. Brauche ich wahrscheinlich nicht zu sagen. Meiner von Catrice ist leer. Ich wollte mir den nachkaufen, aber meine Farbe gab es irgendwie nicht. Also alle Farben waren da, außer die, die ich gebraucht habe. Und so ein Poreless Perfecting Mousse Foundation 05 von Catrice. Kennt ihr das? Na, wer kennt dieses Produkt? Ich weiß nicht. Mich hat gereizt, dass hier stand Poreless. Ich hatte ja immer Mischhaut. Also das heißt, ich habe auch hier große Poren. Ich habe hier an der Nase, am Kinn große Poren und ich dachte irgendwie, das könnte funktionieren. Erstens, es kommt sehr schwer aus der Tube raus. Also ich drücke arg und oh. Also es kommt sehr schwer ein Produkt raus. Erstens. Ich zeige euch das jetzt näher. Seht ihr, also es ist gar nicht flüssig. Es ist, kennt ihr früher von Maybelline, gab es doch so Mousse-Make-up. So fühlt es sich auch an. Also es ist sehr mousig. Es ist nicht so eklig dickflüssig wie damals. Das Maybelline Mousse Make-up. Trotzdem ist es ein kleines bisschen, also wie, das verschmilzt besser mit der Haut. Trotzdem, ich spüre das richtig zwischen den Fingern, wie so ein kleines bisschen wie sandig fühlt es sich an. Ich weiß es nicht, wie sich das auf meiner Haut machen wird. Wir werden das vielleicht live testen. Ich bin schon mehr der Glow-Typ, sagen wir es mal so. Naja. Ich weiß nicht, ich habe das im DM getestet. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Kennt ihr das? Übrigens habe ich die Farbe 005 Warm Ivory. Kennt ihr das? Ihr probiert eigentlich ein Produkt in der Drogerie aus. Eigentlich fühlt es sich gut an. Dann kommt ihr nach Hause und denkt euch so, hä? Was war das jetzt? Irgendwie, man, also,
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Irgendwie hat es in der Drogerie gepasst. Ich werde das ausprobieren. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, werden wir das zusammen ausprobieren, wie das mit der Mischhaut funktioniert und ob es die Poren kleiner aussehen lässt. Oh, ja, wer glaubt's? Ich hoffe, mein Haul hat euch gefallen. Am meisten wirklich, ich bin so ein Pflegejunkie, am meisten freue ich mich auf die zwei Cremes. Ich freue mich auch, dass ich diesen Duft ergattert habe. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ich will schon eigentlich einen behalten. Aber ich werde mir noch ein paar zulegen, wahrscheinlich für Freunde. Oh, dass ich so ein kleines Mitbringsel habe, vor allem, weil das so toll riecht. So, dieser Duft könnte auch sehr, sehr vielen gefallen. Ihr könnt auch irgendwie so jetzt zu Ostern eurer Oma, eurer Mama, irgendwie euren Bekannten so ein kleines Geschenk machen mit diesem Parfüm. Ich finde, er gefällt sicherlich sehr, sehr, sehr vielen. Das ist eigentlich schon so ein 50-50 Blindkauf, also ich bin eh generell gegen Blindkäufe, aber bei diesem Parfüm, das könnte schon gefallen. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwas über diese Produkte schreiben in den Kommentaren. Ich würde gerne mit euch ein bisschen quatschen, ein bisschen austauschen. Heute war eigentlich kein Video geplant, doch es war ein Video geplant, aber ich war sehr viel unterwegs und irgendwie habe ich das nicht mehr geschafft. Ich hoffe, ihr seid mit dem Haul zufrieden. Das nächste Video kommt am Mittwoch raus, also ich habe mich jetzt entschieden, dass ich Montag, Mittwoch, Freitag die Videos mache, weil jeden Tag ist für mich, das ist doch zu viel, zu zeitaufwendig. Ich hoffe, das war okay. Schreibt mir, ob ihr irgendwelche von diesen Produkten auch habt. Ich finde diesen Lippenstift. Er ist irgendwie so semi-matt, also er hat schon ein kleines bisschen, er glänzt schon ein bisschen, das ist kein austrocknender, matter Lippenstift. Der fühlt sich sehr gut an. Und der Geruch, er ist nicht so penetrant wie bei den Filterglossen. Die kann ich auch nicht tragen. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwelche anderen Glosse anschauen. Ihr könnt mir gerne schreiben, welche ihr Glosse am liebsten benutzt. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Ich hoffe, die Woche hat gut für euch gestartet. Bis zum nächsten Mal. Ciao!